Hallo bei Nerdfall Medizin. Heute habe ich euch den Lars Lomberg mitgebracht. Der Lars Lomberg ist nicht nur ein guter Freund von Martin und mir, sondern mir wird auch immer schwindelig, wenn er über Schwindel redet, weil er eine ganze Menge davon versteht und der Schwindel ist ja häufig so ein bisschen kryptisch. Lars, wenn du einen Patienten mit Schwindel siehst, wie gehst du an den heran? Also zunächst mal muss ich sagen, wenn du einen Patienten mit Schwindel in der Notaufnahme siehst, dann könntest du der UNRWA ja zigtausend unterschiedliche Differentialdiagnosen verbergen. Das ist schon mal das erste Problem. Ne? Also Schwindel ist ja von der Wahrnehmung in so vielen oder nimmt seine Ursache in so vielen unterschiedlichen Körpersystemen. Also angefangen von ZNS über vestibuläres Syndrom, Auge, peripheres Nervensystem, Psyche, kardiovaskulär. Und die spielen halt alle da rein. Und das macht es halt einfach schon so schwierig, letztlich diesen auch in der Notaufnahme ja sehr unselektionierten Teil von Patienten einfach in die richtigen Fachdisziplinen dann auch weiter zu transferieren und weiter zu behandeln. Mhm. Als allererstes oder den ersten Punkt, den ich einfach für mich selber machen würde, ist einfach mir die Frage stellen, das ist ja das, was wir in der Notaufnahme immer machen, die Frage, ist das eine vital bedrohliche Angelegenheit? Klar. Ja? Das heißt also, ich habe mir angewöhnt, die Patienten alle, wenn auch nur geistig, machen ABC-System runterzuarbeiten. Da muss man ja auch sagen, auch da gibt es ja schon vital bedrohliche Erkrankungsbilder, die, sag ich mal, mit einem Leitsymptom Schwindel sich vorstellen. Nimm nur eine Bradykardie, nimm eine kritische Hypotonie, nimm von mir aus auch eine Tachykardie-Herzrhythmusstörung, nimm weniger lebensbedrohlich, aber zum Beispiel mit B versehen, also einen stark hyperventilierenden Patienten, der dann bei einem ABC-Durchgehen auch schon auffällt, als letztlich potenziell schwindlogen, sag ich mal. Ja. So, und dann hast du halt diese paar Patienten, das sind aber wenig ehrlicherweise, und du hast den großen Anteil der Patienten, die du einfach abarbeiten musst mit einer fokussierten Anamnese und einer fokussierten Untersuchung. Das ist dann so der zweite Schritt. Okay, das sagst du so einfach. Sag ich einfach mal so. Fokussierte Anamnese, fokussierte Untersuchung, das klingt natürlich toll. Bitte fülle diese Worthülsen mit Leben. Okay, fokussierte Untersuchung. Ich meine, in der Notaufnahme, von der Mentalität her, wir sind ja nicht mehr die jetzt irgendwelche Lebern auskratzen oder sowas. Ne? Wir haben eine klare Fragestellung, wir haben ein Leitsymptom und dieses Leitsymptom müssen wir abarbeiten. Und da ist es tatsächlich für mich erstmal so, dass ich mir die Frage stelle, ist es wirklich nur purer Schwindel als Leitsymptom oder ist der Schwindel einfach nur ein Epiphänomen von potenziell zugrunde liegenden anderen gefährlichen Erkrankungen? Nimm Schwindel plus Brustschmerz, ACS Fragezeichen, Schwindel plus Luftnot, LAE Fragezeichen, Schwindel plus Palpitation, Rhythmusstörung Fragezeichen, Schwindel plus Kopfschmerz, SAB Fragezeichen. Ja, also einfach diese Geschichte, ist Schwindel nur eins von dem Gesamtkomplex und liegt ein gefährliches Erkrankungsbild zugrunde oder reden wir wirklich nur noch über Schwindel? Mhm. Das habe ich so als Schwindel plus für mich verbucht im Kopf. Ja? Ist es Schwindel plus oder ist es nur Schwindel? Du fragst dich selber dann auch, ist es Schwindel oder hat der Patient während seiner Schwindelsymptomatik jetzt auch Co-Symptome einfach dabei? Ne? Und Co-Symptome zum Beispiel ZNS-Co-Symptome, ist eins dieser sechs Systeme. Ne? ZNS-Co-Symptome, Dysmetrie, Diplopie, Dysarthrie, Dysmetrie. Das sind die vier. Ja? So. Oder du fragst dich, hat der Patient visuelle Sachen dabei? Ne? Hat er zum Beispiel Doppelbilder mit dabei? Könnte ein Hinweis aufs visuelle System sein? So frage ich einfach diese sechs Systeme ab. Einerseits hat der Co-Symptome in dem Bereich und andererseits, wie ist der Vorzustand in dem Bereich? Mhm. Hast du irgendwie eine tüllige alte 80-jährige Omi, die jetzt irgendwie, was weiß ich, jetzt eine schwere PNP hat aufgrund ihres Diabetes mellitus und ist eh schon gangunsicher? Ja, dann wird das ein Stück weit auch in die Schwindelwahrnehmung einfach mit einfließen. Ja klar, ja. Mhm. Ja? Und wenn ich diese Sachen dann durchhabe und sage, da gibt es so keinen harten Hint in eine der beiden Richtungen oder in eine dieser gesamten Richtungen, ich habe keine klare Verdachtsdiagnose, dann bin ich, und ich habe keine Verdachtsdiagnose, dass der Schwindel nur ein Co-Symptom ist, dann bin ich in dem dritten Schritt und sage, jetzt reden wir über puren Schwindel. Und an diesem Punkt muss man halt unterscheiden zwischen zwei grundsätzlich unterschiedlichen Sachen, nämlich akuter, anhaltender Schwindel, weshalb sich ein Patient vorstellt, oder was Episodisches. Das heißt, Patient kommt, stellt sich vor, hat aktuell keinen Schwindel, aber redet über eben genau diese Episoden, die ihn zur Vorstellung geführt haben. Mhm. Das ist dann der erste Unterschied. Und der zweite Unterschied ist, dass ich einfach fragen muss, gibt es einen offensichtlichen Triggerfaktor? Sowohl was den anhaltenden Schwindel angeht, als auch was den episodischen Schwindel angeht, da gibt es getriggerte und nicht getriggerte Formen. Und diese vier letztlich in so einem Viererraster, die müssen dann voneinander unterschieden werden. Und da muss man dann weiter bei jedem der Einzelnen in die Tiefe gehen und entsprechende Untersuchungsmethoden nachlegen. Das stammt übrigens alles aus Papers von einem, ja, sag ich mal, Schwindelpapst der Notfallmedizin, David Newman Toker, der da massig veröffentlicht hat und wo man auch exzellente Ressourcen im Internet findet. Mhm,
Hoffentlich hat der Kerl nicht geschwindelt. Also zusammengefasst letztlich, flacher Witz, zusammengefasst letztlich, nicht gewohnt von dir, fragen wir also, Sie haben Schwindel, aber was noch, wenn ich dich richtig verstehe? Ja. Ne? Also Schwindel plus, genau. Hast du das ja genannt. Und dann frage ich, schwindeln Sie immer oder nur heute akut? Ja, ist das eine anhaltende Geschichte oder sind das wirklich einfach Episoden? Ne? Genau. Weil das ist einfach jetzt so der Punkt, wenn wir da an diesem Punkt angelangt sind und wir haben nur noch Schwindel, dann sind wir eigentlich erst an dem Punkt, wo die meisten von den Sachen, die traditionellen Dinge, die man dazu als Lehrressourcen findet, erst anfangen. Ne? Die haben diesen ganzen Part davor eigentlich nicht mit drin. Und der nächste Part ist eben jetzt auseinander zu klamüsern, wenn es ein wirklich isolierter Schwindel ist, was ist da die potenzielle zugrunde liegende Ursache? Aus welchem System kommt die und wie werden wir die weiter behandeln? Okay, Lars, vielen, vielen Dank. Nochmal zusammengefasst für den Rettungsdienst. Wir haben ja ganz viele Zuschauer auch aus dem Rettungsdienst. Mhm. Wie würdest du, was muss der Rettungsdienst, wenn der jetzt zu einem Patienten hinkommt, der hat Schwindel, was sind so die Core-Elemente, die der Rettungsdienst abklären muss? Ich glaube, im Rettungsdienst ist es ja noch viel verbreiteter als in der Klinik, dass die Leute gut sensibilisiert sind auf ihr ABC. Ja? Ja. Und das quasi erstmal abzuarbeiten und damit die potenziell wirklich isoliert lebensbedrohlichen Sachen rauszunehmen, das ist schon mal ein Punkt. Ne? Ein Punkt ist sicherlich auch, Schwindel kann auch ein diffuses Symptom sein, einfach von einer Hypoglykämie, also BZ machen. Ne? Mhm, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass den Leuten mal einmal in die Augen guckt für den Patienten. Weil wenn du da einen Nystagmus siehst, der wie wild in die Gegend schlägt, ne? Dann sind wir in unserem Algorithmus, auch vom klinischen Bereich, schon viel weiter in dem Bereich, wo es wahrscheinlich ein purer Schwindel ist und wo dann die Differenzierung sein wird, ist es eine der häufigen peripher vestibulären Ursachen und eine der seltenen zentralnervösen Ursachen. Das ist ja auch das, was uns so beschäftigt, sage ich mal, im klinischen Alltag, die paar Ischämien, die paar Schlaganfälle aus diesem großen Pool der Patienten, die eigentlich nur gutartiges, akutes vestibuläres Syndrom haben, rauszufiltern. Und das ist, wenn ich einen Patienten angekündigt bekomme, telefonisch, was eine Frage, die ich dem Rettungsdienst dann gerne stelle, sag mal, guck dir mal in die Augen, ist das Auge da wie wild mit dem Nystagmus unterwegs, ja, schlackert das wie wild hin und her, oder ist das an sich ruhig? Und damit habe ich schon mal so eine kleine Aussage, in was für eine Richtung das vielleicht auch gehen kann dabei. Mhm. Und ein EKG, gut, das ist, glaube ich, selbstredend dabei. Ne? Gibt es natürlich viele, viele Ursachen, die, sag ich mal, Schwindel als Co-Symptom dabei haben und EKG-morphologisch erkannt werden können, ob es Rhythmusstörungen sind, ob es Ischämie oder was auch immer ist. Mhm. Ne? Das sollte in jedem Fall gemacht werden, vielleicht als Message. Perfekt. Lars, damit hast du mir auch nochmal eine ganze Menge an Klarheit mitgegeben. Und ich glaube, du hast noch eine ganze Menge cooler Tricks, wie man den Schwindel dann auch untersucht. Ich denke, dazu machen wir nochmal einen Teil 2. Ich bin bereit. Perfekt. Wenn ihr euch fragt, wo kann man jemanden wie den Lars treffen und warum kenne ich den Lars? Ja, warum sollte man ihn treffen? Der Lars macht nämlich nicht nur hier bei uns interessante Sachen, sondern bei notfallmedizinkurs.de. Da sind wir auch gerade. Update Notfallmedizin in Frankfurt läuft gerade. Das heißt, das sind ganz, ganz tolle Kurskonzepte, die sich mit dem Bereich Notfallmedizin auseinandersetzen. Vom Anfängerniveau bis hin zum Expertenniveau. Schaut euch das unbedingt mal an. Es wird auch in den Shownotes verlinkt. Lars, mir jetzt ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Wenn es euch interessiert, bitte unbedingt teilen und liken und den Channel abonnieren und mal bei notfallmedizinkurs.de vorbeischauen. Darf auch nochmal machen. Auch Martin und ich sind da ab und zu. Wir sind Hangarounds in dieser großen Gang. Vielen Dank. Ciao. Ciao.